Auslandsmeldungen. Bei einer Demonstration im Zentrum von Syriacus in griechisch Kilikien ist es gestern Abend erneut zu Ausschreitungen gekommen, in deren Verlauf eine Demonstrantin durch Sicherheitskräfte des Regimes getötet wurde. Augenzeugen zufolge wurde das junge Mädchen, das friedlich auf dem Platz der Freundschaft für Pressefreiheit und die Einsetzung einer demokratisch gewählten Regierung demonstrierte, von Uniformierten ergriffen und unter dem Geschrei etlicher Anhänger des Diktators Dionysius II. Von einem Militärfahrzeug durch die Straßen geschleift und gesteinigt worden. Zur Hilfe gerufene Ärzte konnten nur noch den Tod der Demonstranten feststellen. Seit Anfang des Jahres sind in Griechisch-Kilikien mindestens 2000 Menschen den Unruhen zum Opfer gefallen. Und nun zum Sport. Patrücken wohnt her. Eine rechte Einsiedelei. Weiß er, dass wir kommen? Nein, er geht allen aus dem Wege. Allerdings, sogar Evangelia muss sich heimlich anschleichen. Wir sollten ihm Zeit lassen, wieder zu sich zu finden. Oder ihn herausfordern. Ich muss nach Haus. Bei Jana kann die Geburt jederzeit losgehen. Damon, komm aus deinem Versteck! Damon! Ich bin es, Philostratos, Vater deiner ermordeten Braut, die ich ebenso bitter vermisse wie du. Verkrieche dich nicht, wenn du die Achtung deines gewesenen künftigen Schwiegervaters nicht verlieren willst. Hör auf, deine Wunden zu lenken, Damon! Evangelias Mutter richtet dir Grüße aus. Sie ist halb wahnsinnig vor Schmerz, aber sie steht jeden Tag auf und sorgt für ihren Mann. Damon! Da kann sie froh sein, dass sie jemanden hat, für den sie sorgen muss. Grüß dich, Philostratos. Du hast auch zu sorgen. Ja, für meine Bohnen. Das Feld kann bestellen, wer ein Land hat. Ich sage dir, habe für niemanden zu sorgen. Wenn Evangelia das hören könnte, sie würde dir ins Gesicht spucken. Hat sie dafür demonstriert und dir leben gelassen, dass du dir jetzt den Luxus leistest, dir den ganzen Tag leid zu tun? Denkst du im Ernst, ein lächerliches Jährchen sei ein Land? Ich hab's dir doch gesagt, Damon eignet sich nicht. Da schmiedest du Pläne und lebst von diesem unbändigen Verlangen nach Rache. Das Einzige, was Damon noch interessiert, ist dein Gemüsebeet. Denkst du, der Verlobte meiner Tochter sei ein Schlappschwanz, ein, den die Geschicke seines Landes einen feuchten Dreck angehen? Was soll ich tun? Die Stadt vom Tyrannen befreien. Thank you.
Mist! Ich wollte Bohnen pflanzen. Ha 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 ha!
feiern. Wir sind zwei abtrünnigen Regierungsberatern auf die Schliche gekommen, die dem König in den Rücken fallen wollten. Aber keine Angst, es ist nochmal gut gegangen und das wollen wir feiern. Mit einer künstlerischen Darbietung von zwei abgerichteten Hunden und mit jeder Menge Spaß. Ihr seid Hunde, nicht wahr? Ihr habt versucht, Herrchen reinzulegen. Aber Herrchen mag das nicht. Zur Strafe müsst ihr uns was vortanzen. Ihr seid wunderschön hergerichtet worden. Ich frage mich, ob ihr auch noch hingerichtet werdet. Herhin, herhin. Ein ganz schönes Hin und Her. Für den Augenblick wird nur so viel verraten. Es geht um die Wurst. Diktator Dionysius II. Verliert weiter Rückhalt bei seinen Untergebenen. Laut Umfragen in der Bevölkerung von Griechisch-Kikilien hat das amtierende Staatsoberhaupt Dionysius II. Dramatisch an Popularität eingebüßt. Grund sind laut Insiderberichten die jüngsten Ereignisse in Syriakus, wo die Regierung mit brutaler Härte gegen Vertreter der Oppositionsbewegung vorging, sowie schwerwiegende Korruptionsvorwürfe gegen hohe Regierungsbeamte. Oppositionsführer werfen dem Regime illegale Bereicherungspraktiken und... Was soll dieser Mist? Wer hat das eingeschaltet? Und nun zum Sport! Nur hässliche Noten hier. Und der Hund hat die Augen zu. Was erdreistet er sich? Wieso macht er zum Stern die Augen zu? Null Interesse an seiner Zukunft, die Lusche. Die Party ist vorbei, ich will in die Wanne. Die Note da kommt mit, die ist so hässlich, die passt zu meiner Laune. Thank you.
Das käufliche Fleisch, die käuflichen Seelen kriechen einem in jedes Loch, aber keiner meint es ehrlich. Massier mich, Sex ist nur anstrengend. Manchmal will ich umschonen und Bademeister werden. Massier mir den Nacken, da sitzt die ganze Angst. Ich hol nur etwas Kokosöl. Und ständig will ein wer umbringen, es kotzt mich an. Worauf wartest du? Mach endlich weiter, du Nichtskönner. Hurensohn, verdammter! Hilfe! 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 Sollen wir ihn Gleichkeit machen oder warten wir bis zur besten Sendezeit? Mutti, Hurensohn, Dilettant! Interviewen und weg mit ihm! Herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe von Interview vor der Exekution. Tja, Sie sind wirklich der Abschaum. Nicht nur ein Staatsfeind, sondern auch noch dumm. Willst du noch was zu deiner Familie sagen vor der Exekution? Ich habe keine Familie. Er hat keine Familie? Nur eine Schwester. Da wird einem einiges klar. Was hast du mit dem Rest gemacht? Umgebracht? Ich brauche eine Gnadenfrist. Eine Woche, ein paar, drei Tage. Eine Gnadenfrist! Ich lasse einen Stellvertreter hier. Eine Geisel. Ich komme zurück. Ich brauche drei Tage. Wieso lachst du so albern? Kann man mitlachen. Er wird drei Tage Urlaub vom Sterben und lässt sich so lange sein Kumpel da. Verwandelt sie in graue Theorie, dann wird
Natürlich, nur als Geisel. Und verheirate deine Schwester. Möge sie 102 Jahre leben und genauso viele Kinder bekommen. Du stirbst in 72 Stunden, falls du zurückkommst. Oder die Geisel, falls du nicht zurückkommst. Geh und grüß deine Schwester von mir. Ich hoffe, sie ist hübscher als du. Eine Sache noch für den Weg. Falls du dich verspätest und ich gezwungen sein werde, deinen Freund zu töten, dann reicht mir das. Dann erlasse ich dir die Strafe. Los, hau auf, der Kampf von Leuten. Dann wird die Arbeit viel effizienter. Hör sich alle die Mannsbilder an. Ein Plan.
Schachtel! Schlechte Nachricht zuerst. Gibt es auch eine gute? Schatz, kannst du mein Traum? Ich finde sie nicht! Bin gleich bei dir! Die gute ist, ich werde Sophia verheiraten. Die schlechte ist, ich bin zum Tod verurteilt. Ich habe versucht zu sein, was ich nicht bin und zu tun, was ich nicht kann. Ich habe nicht nur versagt, sondern auch nicht die lächerliche Figur dabei abgegeben. 3 Tage Aufschub habe ich, um Sophias Ehe zu schließen. Aber ich muss jemanden finden, der für mich bürgt. Weißt du noch, wie du an der mich anquatschen musstest, weil ich zu schicht mal sie anspreche? Klar weiß ich das noch. Und du kamst und kamst nicht vom Klo. Und ich flirtete mit Anna und dachte, noch 2 Minuten und ich verliebe mich selber in die. Das waren die schrecklichsten 3 Minuten meines Lebens. Mein Hosensteig ging nicht zu. Ich stand an dieser verdammten Waschraum und dachte, du musst jetzt sofort da rausgehen, noch in 2 Minuten. Und deine Angebetete verliebt sich in deinen besten Freund. Und dann kamst du endlich, Hemd über der Hose und rot im Gesicht wie eine Cocktailtomate. Sie guckt mich an und sagt, wow, ich mag dein Hemd. Hast du dich eigentlich verliebt? Natürlich. Aber ich habe mich beherrscht. Schatz, ich kann nicht weitermachen ohne die großen Damon, wow, ich mag dein Hemd. Warst du auf einer Party? Kannst du mir mal mit der Wickelkommode helfen? Weißt du, kostet das mit seinen 2 linken Hanna! Schatz, du hast andere wundervolle Stärken. Anna. Jetzt fang du nicht auch noch an oder hast du was anderes vor? Was ist los? Damon hat einen Attentat auf den König versucht. Was? Aber Mord liegt mir anscheinend nicht. Damon darf noch Sophia erhalten. Ich bürge so lange nicht. Wir uns das Bett hier ein, du magst dich nicht so klein.
Männer sind launische Despoten, einer wie der andere. Was du nicht sagst? Allerdings sage ich das. All die Zeit wollte Danon seine Schwester meinem Janis nicht geben. War nicht gut genug. Und auf einmal kommt er wieder angerannt aus Syriakus. Die Zunge aus dem Hals. Was du nicht sagst? Ja, und Schweißflecken auf dem Hemd. Und bietet seine Schwester an wie sauer Bier. Hochzeit! Es geht eine Hochzeit! Was sagst du? Da frage ich dich. Hat die eine faule Stelle gekriegt über Nacht, dass alles gleich und auf der Stelle sein muss? Sag doch nicht sowas! Aber wie ich so die Beichtvater-Augen mache, da beeilt er sich und sagt, du glaubst wohl, es sei etwas nicht richtig mit ihr. Er habe sich nur gut überlegen wollen, weil sie sei ja noch sehr jung, die Sophia. Ha, diese Ausrede ist ja wohl fadenscheiniger als das Kleid der Hundertjährigen. Was sagst du? Dann sage ich zu ihm so, und jetzt hast du es dir wohl gut überlegt. Hat ein bisschen gedauert, das Überlegen. Darauf er, ja, jetzt habe ich zu Ende überlegt und Ende gut, alles gut. Was sagst du da? Also, wenn ich mal Scholz hätte, ich wüsste, was ich ihm sage. Und was hättest du ihm gesagt? Na, ich würde sagen, geh dahin, wo der Pfeffer wächst mit deiner Sophia. So ein Prachtstück ist sie nun auch wieder nicht. Mein Jans, der hat an einer Hand 10. Sag doch nicht sowas, Töpfchen. Was willst du denn damit sagen? Natürlich hat er 10 an einer Hand, alte Ziege. Aber Töpfchen, den Damen von den Jans ja nicht nehmen. Und an die Sophia haben wir uns schon gewöhnt. Sollen sie halt kriegen. Dann hat Janis in du. Und die selige Mutter, ich gehe da und will noch mal Luft schnappen, hat endlich ein Ende. Sag deinem Janis, nimm die Sophia, ehe sie noch eine faule Stelle kriegt. Behalt sie, leg sie ab und zu übers Knie, damit sie weiß, wer die Hosen an hat. Sonst kommt sie auf dumme Gedanken. Oh, meinst du? Ja, eins muss man den Damen schon lassen. Lumpen lässt er sich nicht. Das ganze Dorf hat er eingeladen. Dann hast du ein Gewicht. Du sagst doch nicht gleich. Die Brautschuhe hat er ihr vollgestopft mit Geld, dass der Fuß nicht mehr hineingepasst hat. Alle kriegen Kuchen und Essen bis zum Platzen. Ich esse ein ganzes Huhn alleine. Angeber, dann esse ich 2 Hühner. Ich esse ein ganzes Schaf alleine auf. Und ich ein Kamel. Angeber, dann esse ich einen Elefanten. Und ich trinke das Meer mit allen Schiffen drin. Ich schnupfe die Wüste mit allen Löwen drin. Du bist so ein Angeber. Und wenn nichts mehr reinpasst, esse ich noch der Braut ihren Marzipankuchen auf. Die hat sowieso keinen Appetit. Genau, die denkt nämlich nur ans Bett und ans Küssen. Wir lieben Hochzeiten. Die Braut kriegt rote Backen und wir kriegen Kuchen. Und wir verstecken uns unter den Tischen, wenn alle betrunken sind und gucken zu, wie der Papa der Tante die Hand aufs Knie legt. Was wisst ihr denn, ihr Dreckspatzen? Hört auf mit dem Schweinkram! Hochzeit, Hochzeit! Da geht's noch. Los, verschwindet und hört auf, von Dingen zu reden, von denen ihr nichts versteht. Und schlagt die Oma auf den Dorfplatz oder sollt ihr etwa hier bleiben? Los! Ich bin mir ihm in Gedanken zum Kopf, den
Thank you.
Heftige Regenfälle haben am Wochenende beide Teile Griechisch-Kekiliens in einen Ausnahmezustand versetzt. Flüsse traten über die Ufer, ganze Häuser wurden von den Wassermassen weggerissen. Die Zahl der Opfer ist bisher noch unbekannt. Viele Menschen werden noch vermisst. Und nun zum Sport. Das dumme Verhältnis.
Sie raucht? Nicht, dass ich wüsste. Mir anders vorgestellt.
Glaubst du, sie ist schwer erziehbar? Die ist nicht böse. Nein, sie weint. Sie hat Angst. Aber wovor? Vor uns? Thank you.
hängst du den Henker. Deine Kinder bleiben bei dir. Es ist 5 Uhr. Ich bin in einem hellwachen und zugleich düsteren Zustand, wie ich ihn kaum beschreiben kann. Ich glaube immer noch, dass unser Freund zurückkommt. Trotzdem, die Deadline ist fast erreicht. Für alle Fälle möchte ich dir Lebewohl sagen. Man weiß nie. Falls es so kommt, wie ich nicht hoffe, soll Philostratus sich um die praktischen Angelegenheiten kümmern und dir beistehen. Du tröste die Eltern. Erzähl unseren Kindern von mir, wenn sie groß genug sind. Mach sich hungrig nach Wissen, nach Freiheit. Ich wünschte, es wäre nicht nötig gewesen und es brichte mir das Herz, dass ich dich nicht umsorgen kann. Aber ich kann nicht bereuen, was ich getan habe. Hasse niemanden. Ich umarme dich. Dein Mann. Thank you.
Seit dem Morgen sind im Ziriakus-Zentrum wieder regimekritische Demonstrationen in Gange. Gefordert wird die Freilassung eines jungen Familienvaters, der sich als Geisel für den Urheber eines gescheiterten Attentats auf Staatsoberhaupt Dionysius II. Zur Verfügung gestellt hat. Der Attentäter war zum Tode verurteilt. Die Vollstreckung des Urteils wurde aber um 3 Tage aufgeschoben. Nun droht die gesetzte Frist abzulaufen, ohne dass der Verurteilte zurückgekehrt ist. Für diesen Fall hat die Regierung die Hinrichtung der Geisel angekündigt. Das Ausland verurteilt die bevorstehende Tötung als Akt reiner Willkür, sowie die anhaltenden Menschen- und Rechtsverletzungen in Griechisch-Kilien. Sanktionen gegen die Regierung wurden zum jetzigen Zeitpunkt jedoch ausgeschlossen. Thank you.
Ich bin bei Sinnen und hatte nie mehr Hoffnung als jetzt. Wenn der König noch so viele Menschen auf sein Gewissen lädt, er ist nicht Herr über Leben und Tod. Denn der Tod ist für uns alle unausweichlich, auch ohne ihn. Er macht sich wichtig, indem er den Zeitpunkt vorwegnehmen will. Aber wisst ihr, welche Ewigkeit ich jetzt in diesem Augenblick durchmesse? Wie albern ist unser Wunsch, dem Tod ein elendes kleines Tick-Tack abspenstig zu machen? Wenn mir von jetzt an nur noch eine Sekunde bliebe, ich hörte nicht auf die Rückkehr des besten Freundes zu warten. Ich holte noch Luft, um euch zuzurufen. Ihr könnt den Geist der Freiheit nicht ersticken. Es lebe die Freiheit. Die Generationen der Zukunft werden es in Geschichtsbüchern lesen, wie der beste Freund in seinen Tod rennt. Jetzt, in diesem Augenblick. Ich sehe es. Ich weiß es. Er rennt. Er rennt. Und zwei andere sieht er die Straße zieht. Die Leiden im Lauf es die Worte, sie sagen. Jetzt wird ans Kreuz geschlagen. Und die Angst befliegelt den eilenden Fuß im Nagen der Sorge gefallen. Da schimmer im Abend trotz Strahlen von ferne die Zinnen von Syrakus. Und entgegen kommt in Philostratus des Hauses rechtlicher Hüter. Fecken den zensten Gelieter, zurück, du rettest den Freund nicht mehr, ihn retten das eigene Leben. In Tod erleidet er eben. Von Stunde zu Stunde gewartet ihr mit Hoffen der Seele der Wiederkehr im Grunde dem mutigen Glauben. Wir wollen es dir an
und sieht das Kreuz schon erhöht, das die Männergabe umstiehlt. Und an dem Sein ist und sieht meine Freude nur, das schreckige praktische Tischwerk vor. Lasse zwei liebende Menschen zurück, was sie sich mehr, seh ich gebracht, über Schmerzen den Hügel stand. Es drängt aus dem Brecher im Herzen empor und bringt eine bessere Zukunft hervor. Lass dieses Leben nicht wieder uns her, wie ein Rauch im Himmel mehr. Hier fühl ich nur eine Kraft, wie sind die Schmerzen und Wunden der Schacht. Wie flügend trägt es mich fort, hin zu dem Allerlei. Freude genieße das Freudenmahl, nur schnell zu ziehen. Und her bin ich lieb, aber aus innerstem Grund, wo ich mich in Wunde mit Herz und mit Mund und dessen Freude, die meine ihn sind, sollte ich ihn vom Winkel sehen, will das ich wehren und freudig sich wehren, mit Gedanken, mit mich entsissen, die Seine, die Sache. Nee.